Ja, it's Tooltime. Tada! Ja, heute mal ein Special, ein Osterspecial. Und zwar wollte ich euch mal von meinem Kumpel die Geschichte erzählen, was er so, also die Ostergeschichte in der Version von meinem Kumpel. Ihr kennt das ja schon von der Weihnachtsgeschichte. Und ja, Ostern ist ja schon fast ein bisschen komplexer, sage ich mal. Und ja, wie soll ich da anfangen, ne? Also, nach 40 Tagen, wo wir jetzt ja gefastet haben bis Ostern, die einen freiwillig, die einen unfreiwillig und die anderen, weil sie nichts mehr zu Hause hatten, wegen Corona und Co. Und ja, wie fange ich da am besten mal an? Also wir fangen in der Römerzeit an. Ja, eine schwierige Zeit ist das ja da gewesen, wo ja, das Volksbegehren immer, also es war so ein bisschen ein Kessel Buntes, alles war ein bisschen am Brodeln. Und ja, dann hatte sich auf einmal eine neue Sekte gebildet. Und der Jesus war ja schon, ihr kennt ja die vom Weihnachten noch die Geschichte, mittlerweile schon ja, ein junger Mann geworden, so in die 30 kommend oder so, und hat dann eine Sekte gegründet. Und ja, diese neue Sekte passte den Römer irgendwie überhaupt nicht, weil die hatte was Besonderes auf sich. Das war jetzt nicht, die Römer waren ja gewohnt, immer schön draufkloppen, draufkloppen lassen oder im Kolosseum sich gegenseitig da Brot und Spiele sich auf die Fresse zu kloppen. Und dann kommt da einer daher mit seiner Sekte und sagt, ihr müsst euch ändern, ihr müsst von innen heraus euch ändern und ohne draufhauen, sondern mit Nächstenliebe. Ja, da kamen die Römer irgendwie nicht drauf klar, ne? Und naja, das hat dann, die haben sich das auch nicht lange angeguckt, hatte einen Maulwurf bei Jesus unter seinen Jüngern eingeschleust und der Judas, ne? Und der hat dann mal richtig schön den Jesus für Kohle verpfiffen. Kennen wir ja noch von heute sowas. Und ja, dann haben sie gesagt, Abracadabra, dann hauen wir den mal eben ans Kreuz. So, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller bei der Sache, sonst dauert das hier mit Überlänge. Und ja, einen Römer haben sie daneben gestellt, einen Soldaten, der sollte schön aufpassen, dass da keiner den vorher darunter knüpft. Und ja, jetzt haben sich dann natürlich die Jünger und seine Gefolgsleute von Jesus gedacht, den können wir ja nicht einfach da verrotten lassen. Und wie kriegen wir den jetzt da vom Kreuz wieder runter? Und ja, dann haben sich mal was Schlaues einfallen lassen und haben als erstes, ja, sagen wir mal, das Essig, wo die Lippen von Jesus benetzt wurden, das haben wir so richtig schön durchgekriegt, da haben sie was reingepanscht, also so ein Mittelchen rein. Das gab später dann nochmal bei, ja, wie heißt das nochmal? Da komme ich jetzt nicht drauf, muss mal kurz überlegen. Irgendwo kam mir was bekannt vor. Ja, ich muss mal kurz überlegen. Ah, wie konnte ich das vergessen? Mal Romeo und Julia natürlich, ne? Der Trank, ne? Der eine wacht auf, dann ist der andere tot und so ein Shit, ne? Und dann sind sie beide tot. So sollte es nicht ablaufen, haben sie besser hingekriegt. Also in den Essigeimer was Schönes reingekippt, ne? Und wo der Wachmann das so nicht mitbekommen hatte und ja, wo er dann den Jesus da ärgern wollte und ihn benetzt hatte, dass er schön durstkriegte, war er dann irgendwann mal der Jesus betäubt, sagen wir es mal so. Also der war jenseits von Gut und Böse, der war breit wie ein Amtsmann, der kriegte nichts mehr mit und ja, jetzt mussten sie aber noch eine Hürde, mussten sie noch schaffen. Und zwar, ja, der Römer, der saß da auch schon lange in der Sonne, also der Wachmann da, und hat sich gedacht, wenn ich noch länger hier doof rumsitze, dann fange ich genauso an zu stinken an. Und er hat ja gesagt, ja, müssen wir irgendwie was, ja, der war dann auch froh, wenn er irgendwann mal wegkommt, ne? So, und dann haben sie eins gemacht, den Römer haben sie was im Tee getan auch. Also einen schönen Wein vorbeigebracht, dass er sich mal pitchen kann, weil in meiner prallen Sonne, dann kann er abends wenigstens seinen Sonnenbrand von innen heilen.
Und ja, da war er dann schön eingeschlafen, da sind sie hingegangen und dann haben sie einen Trick gemacht. Ne? Dann haben sie die Lanze, da haben sie ja heute noch die Speerspitze da irgendwo gefunden als Relikt. Ne? Da sind sie dahergegangen und sind beim Römer, haben sie einfach die besagten italienischen 20 Zentimeter von der Lanze abgebrochen. Zack, ne? 20 Zentimeter. So, da war die Lanze ein bisschen kürzer. So, wo der Römer dann morgens aufgestanden ist und guckte, ja, die kamen dann wieder welche an, die wollten den Jesus besuchen. Da hat er gesagt, mal kommen schon wieder so ein paar Pilger da an, die sollen sich verpissen. Und dann sagen sie, der ist ja schon tot, um Gottes Willen, unser Chef ist gestorben, oder der halbe Chef, wie sagt man? Naja, und da haben sie, hat der Römer gesagt, das wollen wir doch erst mal sehen. Und die wussten ja, er musste das von seinem Chef aus testen, ob er wirklich keine Mucks mehr von sich gibt und hat dann, ja, die Römer sind ja auch nicht so groß, ne? Hat die Lanze genommen, die ja jetzt gekürzt war und in seinen gewohnten Handgriff, sage ich mal, hat er dann den Jesus in die Seite zwischen den Rippen mal so ein bisschen reingepiekst. Ne? Und weil die Lanze ja kürzer war, kam er nicht weit genug rein. Sagen wir es mal, der hat also dann nur ein wenig verletzt. Also so ein bisschen angepiekst halt nur. Ne? Also ich habe jetzt mal nicht den richtigen Püppchen dafür, ich habe mal das hier genommen. Und ja, dass der Jesus nicht gezuckt hat, war klar, der war ja voll breit. Und ja, der Römer hat gesagt, ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr in der prallen Sonne, jetzt verpiss ich mich, ist dann abgehauen und hat gesagt, ja, holt euch runter, mir doch egal. Ne? Und ging dann nach seinem Chef und hat gesagt, so, der 156. ist jetzt auch tot am Kreuz. Und ja, dann sind die dann dahergegangen, die Jünger und sein Gefolge, und haben den Jesus runtergenommen. Dann war er zack in seine in die Höhle reingegangen, Klappe zugemacht, dass da nichts mehr anbrennt, keinen mehr reingelassen. Der hat also dann wahrscheinlich beim Wachwerden die übelsten Träume noch gehabt, keine Ahnung. Haben ihn erstmal wieder aufgepäppelt, was zu trinken gegeben. Das hatten die ja gut drauf. Der war mit Sicherheit dehydriert, ne? Langsam wieder frisch gemacht. Und da musste er eben 3 Tage lang seinen Drogencocktail ausschwitzen. Und siehe da, zack, der stand da wieder auf den Beinen. Tja, ein Wunder. Und das war mal richtig geil. Und der Jesus hat gesagt, jetzt haben die Römer mich so, die wollten mich umbringen. Na warte, den lasse ich noch ein Vermächtnis hinter. Und jetzt mache ich mal Trick 17. So, dann hat er sich einen Plan gemacht, ne? Dass er sagt, er ist ja dann hinterher von seiner Bahre aufgestanden, hat er gesagt, ich bin jetzt auferstanden. So, und jetzt soll's jeder wissen, dass die Römer vor Weißglut ja brodeln. Und ja, dann hat er sich einen Zettel genommen, hat da aufgeschrieben, wie er binnen kürzester Zeit so viele Leute wie als möglich ja, sich sehen lassen kann. Also auf dem Berg stehen 500 Leute, sind da runter. Ey, guck mal, da ist er ja. Und dann eben so, dass noch jeder erkennen kann. Und der war wahrscheinlich dann so irgendwo, dass man den schon vom Weiten als den Originalen erkennen konnte, sage ich mal so. Und dann hat er sich natürlich noch einen Römer vorgenommen, wo er vorbeigelaufen ist, lebendig, weil das war ja wie beim Polizist heute, die machen ja auch nie Fehler. Und den glaubt ja der Richter auch immer alles, ne? Also die sind ja ordentlich und ach, was soll ich da sagen? So, und deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch den Namen Laufzettel. Ne? Und kennt vielleicht der eine oder andere. Und dann ist er die ganzen Punkte abgelaufen, wo die ganzen seien. Und dann hat er sich genommen, jetzt nehmen wir noch einen wichtigen für später, der muss das alles schön aufschrauben, schreiben. Und dann hat er sich noch den Paulus zur Brust genommen und hat gesagt, guck mal hier, ich bin da, tralala, ne? Und ja, wie das dann vollbracht war, hat er sich gesagt, so, jetzt verkrümmel ich mich mal ganz ordentlich, weil ich habe ja keine Lust, dass die mir noch die Rübe abhauen. Und dann hat er sich halt verkrümmelt, wie die Heiligen Drei Könige so ein bisschen. Naja, hat sich verpisst halt und hat gesagt, ich komme dann irgendwann wieder, ja, wie soll ich das sagen, so am Ende der Zeit, wie immer der das gemeint hat, so Ende Corona-Zeit, Ende der Zeitrechnung, wenn die Erde explodiert, aber dann ist ja sowieso alles im Arsch. Naja, gut, und dann war er dann weg. Also dann hat er dann irgendwo ein Leben noch schön weitergeführt, bestimmt noch viele Kinder gekriegt, ne? Der eine oder andere sieht ja heute noch aus wie Jesus, ne? Und ja, dann war die Sache geritzt. Und ja, jetzt haben wir eben 40 Tage gehungert, jetzt Auferstehung und jetzt haben wir 50 Tage Zeit, wo wir dann, ja, Freudens, wie heißt das nochmal? Jetzt muss ich es nochmal überlegen.
Das ist alles einfach so einfach, ne? Also 50 Tage Freudenzeit dürfen wir jetzt erleben. Hurra, er hat es geschafft. Er ist ja im Himmel aufgefahren, ne? Und ja, so lange können wir dann bis Pfingsten dann erstmal feiern. Und ja, mit dem Pfingstochsen ist das auch wieder so eine andere Geschichte. Und ja, so kann man sich das vielleicht vorgestellt haben. Ja, und jetzt gibt es natürlich so eine Sache, da ranken sich die Leute, ist da Jesus, der ist ja an für sich halb Gott. Also das mit der unbefleckten Empfängnis ist ja auch so eine interessante Sache. Ist er jetzt Gott oder Mensch? Oder für die Christen ist er ja Gott und auch Mensch. Ne? So. Und ja, da er jetzt weg ist und ja dann irgendwann mal wiederkommen wollte, also das hat er jetzt 2000 Jahre wohl nicht gemacht, also ist nicht weiter aufgefallen, sagen wir es mal so. Ja, dann hat dann sein Papa gesagt, also ihr Christen, wenn ihr an mich glaubt, kommt alle in den Himmel, ihr seid auf der Erde, habt da nicht nur eine Nummer, sondern ihr habt auch einen Namen und eine Persönlichkeit und die habt ihr dann im Himmel genauso. Und wie das dann gehen soll, wenn dann auf einmal einer da steht, der so einen kleinen Bart unter der Nase hat und sagt, ich bin das verlorene Schaf und ich bereue alles, ne? Und wo er den dann da hinstellen will, puh. Und so ein paar andere, die mir da auch mal ganz schnell einfallen, die ich mal jetzt nicht so aus bestimmten Gründen erwähnen möchte. Und ja, das ist die Ostergeschichte, ne? Also dürft ihr mir nicht krumm nehmen, ist so ein Ding von meinem Kumpel und finde ich interessant. Was geht dann? Ja, Pfingsten ist dann der nächste Feiertag, da kommt dann nochmal so ein Special und ihr müsst immer daran denken, ne? Also jetzt zu Ostern, gerade bei dieser Zeit, machen wir jetzt erstmal ein schönes Endzeitgammeln. Können wir das mal nennen, ne? Und ihr wisst, ne? Wir müssen irgendwann alle dran glauben, ne? So, in diesem Sinne. Schöne Eier finden. Ach, ich habe es doch vergessen zu sagen. Der braucht mit den Osterhasen, der kam erst später dazu. Ne? Also der hat jetzt nicht mit der Jesus mit Eiern rum jongliert oder so. Der braucht kam dann später dazu. Hat auch so indirekt was mit Fruchtbarkeit und bla zu tun. Das ist ein anderes Thema. Jetzt habe ich lange genug gequatscht, jetzt habe ich keine Lust mehr, einen trockenen Mund und ich muss hier mal ein Bums lutschen. Ne? Frohe Ostern. Und lasst es euch gut gehen und seid nett zueinander. Und zwar alle wohlgemerkt. Bis dann. Ceva. Ist der Jesus dann nicht hinter zu den Katholiken übergelaufen? Naja, tschö. Ach, einen habe ich noch, das kennt er ja schon von mir, ne? Und ja, den Beweis noch mal anstehen, dass bei der Auferstehung der Jesus unter Drogen standen hat. Der hat also noch richtig, der war noch gut, ja, so ein bisschen drauf und er hatte auch manchmal einen guten Witz parat und hat gesagt, also Mensch, meine Jünger und meine Gefolgsleute, meine Güte, bin ich froh, dass die mich ans Kreuz genagelt haben und nicht wie einen räudigen Hund ersoffen haben. Ne? Ja, sonst hätte ja heute jeder ein Aquarium zu Hause stehen. Ne? Naja, so, in diesem Sinne seid alle friedlich. Bis dann, jetzt bin ich weg und findet viele schöne Eier. Bis dann, Ceva. Hi, ich habe zum ersten Mal die hier gekauft, die heißen Babybel. Ich weiß nicht, mach mal das jetzt auf. What the fuck? Die sehen so aus, wahrscheinlich habt ihr die alle gegessen, außer ich mal wieder. Wir machen die jetzt mal auf. Oh mein Gott, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich weiß jetzt nicht, ob man das einfach so einbassen soll, aber ich glaube schon, weil. Sag ich mal, klappt wirklich nach Kerze. Oh mein Gott, das sieht so geil aus von innen. Einfach so gelb von innen. Warum? Hä? Was ist das? Ich habe herausgefunden, man kann die so öffnen. Ich glaube, man kann jetzt beide essen. Womit soll ich anfangen? Ich glaube rot, weil ich mag rot. Oh mein Gott, das ist so richtig fluffy. Das schmeckt nach Kerze. Frag mich auf Instagram für einen Teil. Okay.